Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen beim Bake Club. Ich bin's wieder, Doro, und wir machen heute zusammen einen Blaubeer-No-Bake-Cheesecake. Der schmeckt großartig und ist super einfach und vor allem, wir müssen ihn nicht backen, wir stellen ihn einfach nur in den Kühlschrank. Wir fangen damit an, dass wir den Boden vorbereiten und der ist total einfach. Vollkornbutterkekse und Butter. Die wird geschmolzen, die Kekse werden gehackt. Ich habe hier meinen Blitzhacker dafür. Ihr könntet den aber auch einfach in eine Tüte packen und dann mit dem Nudelholz so schön drüber, bis alle kaputt sind. Das geht auch, so geht es halt ein bisschen schneller. Und dann kommt das Ganze in unsere schöne Springform. Und das Ganze drücke ich jetzt schön fest. Zuerst mit dem Löffel. Aber ich glaube, jetzt geht es besser mit den Fingern, dass sich so eine schöne, gleichmäßige Fläche ergibt, auf die wir dann gleich die Füllung gießen können. So sieht unser Boden aus. Den stellen wir jetzt erstmal zur Seite und kümmern uns um die Füllung. Die besteht natürlich aus Blaubeeren und einigen anderen sehr guten Zutaten. Die Blaubeeren habe ich gefroren gekauft. Wenn ihr frische bekommt, dann könnt ihr natürlich auch frische nehmen. Und dann habe ich hier einen wunderbaren Rahmjoghurt und Zucker. Wenn ihr ein paar Kalorien sparen wollt, dann könnt ihr einfach fettärmeren Joghurt verwenden und nehmt ein bisschen weniger Zucker. Wenn ihr mehr Geschmack wollt, dafür habe ich mich jetzt entschieden, dann nehmt ihr einfach Rahmjoghurt, Sahnejoghurt, wie auch immer. Und genau den Zucker, den wir angegeben haben. Das Ganze kommt in unseren kleinen Blitzhacker. Wenn ihr so einen Standmixer zu Hause habt oder einen Pürierstab oder so, ist auch überhaupt kein Problem, dann nehmt ihr einfach den. Ich werde das jetzt hier hacken. Ihr seht, meine Blaubeeren sind nicht mehr gefroren, die habe ich schon aufgetaut, weil wir wollen ja kein Eis machen. So sieht unsere Blaubeermasse jetzt aus. Vielleicht denkt ihr, das sei ein bisschen zu viel Zucker, aber ich versichere euch, das ist nötig, denn die Blaubeeren sind sehr, sehr sauer und ich mag sauer, aber natürlich in so einem tollen Cheesecake, der darf auch nicht zu sauer sein. Als nächstes kümmern wir uns um die Cheesecake-Masse. Da brauchen wir natürlich Frischkäse. Außerdem habe ich hier ein bisschen Puderzucker und Vanilleextrakt und das Ganze werde ich mischen mit dem Mixer. Und dazu kommt jetzt unsere Blaubeermasse und das Ganze wird dann weiter vermischt. Wir sind jetzt fast fertig mit unserer Füllung für unseren Cheesecake. Eine Sache fehlt noch und zwar habe ich hier ein bisschen Sahne und die werde ich jetzt aufschlagen und dann gleich schön da unterheben. Kleiner Tipp, die lässt sich am besten schlagen, wenn die kalt ist und deswegen, ihr seht es beschlagen, ich hatte das gerade im Kühlschrank. So wird die einfach am besten steifen. Die fertige Füllung kommt jetzt auf unseren Boden. Und das Ganze kommt jetzt für 3 bis 4 Stunden, am besten aber sogar über Nacht in den Kühlschrank. Wenn ihr eine Eistorte daraus machen wollt, dann könntet ihr die auch einfach in den Gefrierschrank tun und dann nochmal kurz draußen stehen lassen, sonst kommt ihr, glaube ich, mit dem Messer nicht durch. So sieht der fast fertige Blaubeer-No-Bake-Cheesecake aus. Ich werde ihn jetzt noch ein bisschen dekorieren und zwar habe ich hier so ein paar frische Blaubeeren und die gebe ich einfach da oben drauf. So sieht unser fertiger No-Bake-Cheesecake aus. Ihr habt gesehen, es war überhaupt nicht schwer, den zu machen. Und der wird ganz fantastisch schmecken, das verspreche ich euch. Ich schneide den jetzt mal nicht an, denn ich werde den gleich auf den Tisch stellen für unsere Crew und dann essen wir den zusammen. Backt ihn unbedingt nach und zeigt uns eure Fotos auf Instagram. Hashtag IAmBakeClub. Ich bin sehr gespannt. Also dann, bis bald. Tschüss.